Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, genau hier haben wir aufgehört und da gibt's noch eine Ruine zu erkunden, wenn wir denn irgendwie hochkommen. Und nachher kommen wir da auch runter. Mensch, das sieht ja interessant aus. Wir haben hier auch eigentlich ein komisches UI-Symbol gehabt. Hier, das kommt oben gleich. Ich habe es gerade gesehen. Merkwürdig, dass das gerade ab und zu da ist. Und da ist es. Blockierter Weg, fehlendes Werkzeug, benötigt 5 Füße. Ich habe doch nur 2. Dann wäre die Frage, ob wir hier überhaupt hochkommen. Schade. Das reicht noch nicht. Da wäre eine Leiter. Ich frage mich immer noch, warum das hier nicht gehen soll. Alternativ hatten wir hier noch Möglichkeiten. Schade eigentlich, dass das nicht geht. Vielleicht müssen wir hier echt später hin, aber die platzieren eigentlich ein Fragezeichen relativ offensichtlich an den Startpunkt. Dann erwarte ich eigentlich, dass wir hier schon was anfangen können. Oh. Da wäre aber beinahe schief gegangen. So, vielleicht kommen wir da. Ja! Okay, da kommen wir zumindest hin. In die Tür kommen wir nicht rein. Die Leiter müssten wir eigentlich erreichen und runterklappen können. Ja. Die Hosen herunterlassen. Die Leiter natürlich. Die Leiter natürlich. Aloy! Was ist das denn mit dem Abrollen? Ich drück doch gar nicht Control. Vielleicht ja doch. Und ich krieg's gar nicht mit. So, hat doch besser geklappt dieses Mal. Und was, wofür haben wir das gemacht? Ich weiß es noch nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss da oben hin. Ich weiß aber nicht wie. Truhe haben wir schon. Gleich hier über die Felsen. Leuchtet mich jetzt nichts an. Okay. Ich würde sagen, dann müssen wir tatsächlich mal später hier hinkommen. Oder wir erreichen von hier... Oh, Aloy. Mach doch keinen Mist. Ein bisschen zu einfach hier nicht aufs... runterzufallen. Weiß noch nicht, was ich davon halte. So. Ja, dann eben so. Das war die richtige Tastenkombination. Und da können wir natürlich auch noch hoch. Zumindest irgendwie. Vielleicht bringt's was, vielleicht bringt's nichts. Aber bis jetzt sieht der Weg ja eigentlich ganz gut aus. Eine Satellitenschüssel. Da wollt wohl jemand fernsehen. Nein, nicht abseilen! Nicht abseilen! Aloy! Aloy! Ich weiß, das ist auch mein Fehler, aber komm schon. Und rüber mit dir. Und nochmal hoch. Und dann kannst du nochmal hoffentlich kommentieren, was du zur Satellitenschüssel gesagt hast. Ja, zieh dich einfach hoch. Einfach hochziehen. Ganz ehrlich, was ist die Steuerung? Ich habe diesmal garantiert nicht... nichts gedrückt, was die zu dieser Aktion bringen sollte. Entweder ich habe hier gerade komischen Input auf der Tastatur, der randommäßig passiert, was nicht unüblich wäre für drahtlos Tastaturen, aber trotzdem muss ich mal schauen, was da schiefgegangen ist, weil ich habe das, bei den anderen Malen war ich mir nicht sicher, oh, vielleicht bin ich an die Taste gekommen, aber hier bin ich ziemlich sicher, dass ich da nichts Schlimmes gemacht habe, sondern mich einfach nur ein bisschen an den Rand... Wieder. Das finde ich ein bisschen nervig tatsächlich. Na gut, wir gehen hoch. Da links soll man anscheinend nicht von dieser Seite hin. Finde ich... Ja, ist eine Designentscheidung, aber das ist tatsächlich... frustrierend gerade. Frustrierend gewesen. Na egal, wir sind wieder oben und bleiben das hoffentlich auch noch kurz, bis ich es gescannt habe. Signalgerät. Und Signallinse können wir sammeln. Wunderbar. Sieht wie eine Linse aus. Die behalte ich erstmal. Aloy.
Benimm dich. Ah, shit, das... Ich wollte ja ans nächste Dach. Aloy! Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wenn ich eventuell Tasten doppelt drücke. Ja. Aber meine Tastatur lässt sich halt super leicht reindrücken. Da ist einmal... Ja, liegt an mir mal wieder, das war ja klar, aber... Das sind zu wenig Inputs dafür, dass ich ausweiche. Hätte mal irgendwie auf 3 oder 4 liegen sollen. Vor allem, ich halt ja A dann nicht gedrückt, wenn es so kurz unterm Rand ist. Aus Angst, dass es einfach dann... Ja, zu weit gehalten ist und die einfach runterlatscht. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr tippen, weil sie in die Richtung dann springt, wenn ich 2-mal tippe. Na gut. Das kriegt man irgendwie noch ausbalanciert. So, da unten sind doch Wegpunkte. Dann geh mal doch mal dahin. Na, da konnte ich noch E drücken. Warum? 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 Kann ich versammeln? Zur Kante fallen lassen, okay. Das bringt dann nichts. Oh, das Wildschwein suhlt sich. Ist das nett. Das lass mal am Leben. So, Health-Items haben wir genug. Da müssen wir aktuell nicht hoch. Ein grünes Ausrufezeichen. Das wollen wir mal ansprechen. Joruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Ja, das wollen wir auch ihm raten, dass er uns da nicht angelogen haben. Angelogen hat. Überraschend wenig Maschinen hier. Oh, da unten muss doch noch so ein Grünkristall drin sein. Schwimm! Warum die anderen das noch nicht eingesammelt haben? Haben ja extra was drum gebaut. Grünglanz findet man nicht allzu oft. Nee. Und hier war es ja richtig schön deutlich. Hoch mit dir. Es braucht jetzt wieder 3-4 Stunden, bis die Haare komplett trocken sind. Vielleicht noch länger. Eine Fremde nähert sich. Bin doch nicht fremd. Möchtest du Rheinretterin? Ja. Willkommen in Kettenkratzretterin. Dankeschön. Macht auf, Jungs. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Die Firma dankt. Oh, da tanzt jemand. Schmiede. Petra? Aloy, was machst du denn hier? Bruder, sitzen. Noch mal was Nettes einfach auftauchen. Sitzen. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Wer war Petra? Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstopp. Ah, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte nicht Problem. Unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Orwind? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Kriegt ja Bier hier Peter, überhaupt Peter. Kalt? Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann zieh ich weiter. Mhm. Ah. Kann nicht lang zum Schnacken bleiben. Nur zum Looten. Da hat's gerade rechts gebackt. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Aloy soll sich mal nicht so anstellen. Wir haben zwar Zeitdruck, aber auch nicht so massiven. Also zum Looten hat sie ja genug Zeit. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Ja. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. Oh, da wäre ich dabei. Ich brauche Säurepfeile. Wurde mir zumindest sehr ans Herz gelegt. Hi, Werkbank. Ich benutze die einfach mal. Waffen-Upgrades. Bogen. Der sieht schon richtig fancy aus. Und was willst du von mir? Upgrade. Okay, und dafür braucht man eingeflochtenen Draht und 50 Metallscherben. Und das bringt dann was? Bisschen mehr Durchschlagskraft, bisschen mehr Rüstungs- und Säurejägerpfeile. Okay. Und die nächste Stufe?
Können wir auch schon machen. Sieht so aus. Hier ist ja praktisch. Akzeptieren. Waffenstatistik verbessert. So soll das sein. Gräberklanghülse. Nee, die haben wir noch nicht. Okay, Frostsprengschleuder. Können wir die auch verbessern? Ja, das sieht gut aus. Upgrade. Macht zumindest dann mehr Frostschaden. Und nochmal. Ach, ein Glück bin ich so lootgeil. Das macht das Craften immer so schön einfach, weil man dafür alle Sachen irgendwo im Inventar hat. Beziehungsweise in dem Fall fast alle Sachen. Obwohl die Sprengschleuder gehen komplett hoch. Dann Beutel-Upgrades. Kann ich mir noch gar nicht erstellen. Wildschweinhaut. Bin ich schon eine mitgenommen. Wildschweinknochen habe ich 0. Wildschweinhaut auch 0. Dann müssen wir mehr Wildschweine erschießen. Spezialausrüstung. Okay, Story fortsetzen. Tränke brauche ich gerade nicht. Wir haben ja Health-Items. Fallenherstellung. Okay. Die können wir herstellen. Find's interessant, wenn man hier unten mit der linken Maustaste draufdrückt und gedrückt hält, dann geht's nicht zu Ende. Wenn man Leertaste hält, dann geht's irgendwann zu Ende. Linke Maustaste muss ich aktiv loslassen. Na gut, Outfit-Upgrade, das braucht Panzerplatte und Metallscherben. Die haben nur noch 99 Stück. Wie viel habe ich denn ausgegeben wieder? Und hier habe ich keinen Klarner. So, ich glaube, das war's jetzt aber. Ja, ich brauche 75 Metallscherben. Aber wir sind ein bisschen besser gerüstet, das ist doch schön. Wenn wir mit dir reden. Eine Munition, die Säureschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Das bestätigen wir doch gleich mal. Und da können wir sie auch leicht craften. Die brauchen Metallbiss, okay. Spulenplatz wurde für einen deiner Waffen freigeschalten. Spulen können für Waffen ausgerüstet werden, um deren Leistung zu verbessern. Tippe R an, wenn die Waffe in deinem Inventar angezeigt wird, um ihre Spule zu modifizieren. Das können wir doch gleich machen. Ich mach, das könnte hilfreich sein. Shit, wollte doch keine Falle aufstellen. So, Spule. Jetzt muss ich noch Erend finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Doch keine zwei Fallen aufbauen. Wie habe ich das überhaupt gemacht? Vorsicht, Kind, nicht in die Spring... Oh. Gerade so entschärft. Du hast aber einen tollen Esel da. Oder ein Wildschwein. Ja, finde ich ganz cool. Hä, wenn die Waffe angezeigt wird, sollte ich doch R drücken. Nein, ich... Nein. Das ist anscheinend Fallen platzieren. Du! Ich weiß, dass du mich siehst. Okay. Komisch. Ich weiß nicht, wie das mit den Spulenplätzen gerade ist. Vielleicht hier. Spulenplatz. Hier hat's mal Spulen. Ich hab ja keine Spulen. Okay. Hier ist auf jeden Fall der Platz. Wenn wir Spulen haben, kommt der da rein. Gerade bisschen. Stimmt, das ist ja nur das Waffenrad. Das ist nicht das Inventar. Hätten mal drauf kommen können. Ah, das ist aber schön. Die Leute plappern munter durcheinander. Das gefällt mir sehr. Dann wirkt so eine kleine Ansiedlung wirklich lebendig. Das haben sie richtig gut gemacht. Das hat Cyberpunk irgendwie nicht geschafft. Da hat die Stadt irgendwie seelenloser gewirkt. Und hier so ein kleines Dörfchen könnte ich immersionsbedingt glauben, dass es wirklich so existiert hat. So, da drin leuchtet teilweise was. Da, dieser weiße Strich, das finde ich ein bisschen irritierend. Hier, Hammer. Das ist ein Vorrat. Er kann in jeder Siedlung, aber auch an vielen anderen Orten auf der Welt gefunden werden. Das ist ja klasse, so eine ortsübergreifende Kiste. Ist da schon was drin? Ja, da ist schon was drin. Reishorngeweih. Spitzengräberherz, Spitzenwühlerherz, großer Maschinenkern, aha. Metallknochen, Sprengpaste, kleiner Maschinenkern, Zünder, okay, interessant. Inventar, wir können natürlich Sachen ablegen. Das ist schon mal gut zu wissen. Sonst noch irgendwas? Nee, das ist nur ein Filter, den man nachträglich anwenden kann. So, einmal was verkaufen, bitte. Na, schön für dich. Ich wäre auch lieber betrunken als eine Nora. Ich kann's mit euch aufnehmen.
Ist ja in Ordnung. Ich will nur mit den... Halt mal's Maul, ich will was bestellen. Ach so, hat ein Schlosssymbol dran, das man kaum sieht. Ich hätte bei den Symbolen das tatsächlich rot gemacht, das Schloss, dass man wirklich sieht, dass es gesperrt ist. Der ist auch gesperrt. Hier gibt's aber Quests. Ganz, ganz, ganz viele Quests. Flattern hier rum. Eine in dieser Halle hier, anscheinend. Oh, das sieht ja urig und gemütlich aus. Hi, was brauchst du? Hey, Mildred. Hilfe beim Zwiebeln schneiden. Letztes Mal in der Wildnis hatte ich einen Topf von dir dabei. Okay, Saunspur ist defekt. Der hat mich stark gemacht. Oh, jetzt höre ich auch wieder was. Einen Läufer überrennen können. Das ist schön für dich. Mhm. Klingt, als ob du hier ganz erstaunliches Essen servierst. Oh, du auch noch? Ja, du kannst den Rabatt haben, aber komm später wieder. Was für ein Rabatt? Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Alvind schickt dich nicht? Nein. Wie? Oh, Entschuldigung. Naja, seine Schergen drangsalieren mich dauernd. Ja, dafür sind die Schergen ja auch da. Spezialpfanne hin. Ich stecke mitten in einer Krise. Könntest du mir einfach sagen, was du willst? Etwas zu essen? Natürlich. Frag mir mal. Haben uns Leute dir Probleme? Oh ja, sie wollen immer nur das Beste. Aber mit der Ausstattung hier kann ich meine Gerichte einfach nicht in großen Mengen kochen. Nein. Und von ihrem rechtmäßigen Alvind-Rabatt will ich das gar nicht. Das ist doch viel wichtiger, als die Welt zu retten. Wenn du dich weigerst? Ich mache Essen, keinen Ärger. Dein letzter Kunde meinte, dein Essen habe ihn in der Wildnis stark gemacht. So etwas könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dir wirklich gern behilflich, besonders weil du den Anstand hast, höflich zu fragen. Aber? Aber meine geliebte Spezialpfanne ist hin. Nein! Kann ich meine Spezialitäten nicht kochen. Wer weiß, was passiert, wenn ich Alvind oder seine Schläger abweisen muss. Die werden die aufs Maul hauen. Selbst wenn ich die nötigen Zutaten schon hätte, könnte ich nichts tun. Es sei denn, du könntest mir einen Ersatz... Natürlich können wir für die Pfannen suchen. Als Zutaten? Ein paar Stücke ordentliches Wildfleisch und Bitterkrautstängel, eine Handvoll. Hier habe ich schon. Das war's. Und als Pfanne reicht notfalls vielleicht eine gewellte Metallplatte, bis ich mir eine neue besorgen kann. Du findest sicher eine in einem Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine da komme ich doch her. Sauber. Das Wildfleisch und Bitterkraut zu besorgen wird kein Problem sein. Einer Kleidung nach kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Mhm. Danke, Mildorf. Ich halte Ausschau. Ich besorge dir deine neue Lieblingspfanne. Und du lässt dich nicht herumschubsen, okay? Wenn du meinst. Oh, der arme Kerl. Eine Prise Wagemut. So, wer will noch aufs Maul? Unbekannter Maschinending. Hallo. Ah, ist dir nach einer Partie Streitschwester? Nein, im Moment nicht. Ich baue das Brett auf. Nein! Kam gerade vorbei. Ein Frischling, hm? Keine Sorge. Ich nehme Rücksicht auf dich. Hast du Figuren? Nein. Nein. Tja, so ein Glück aber auch. Ich habe noch einen Satz. Original Tenakt. Direkt aus dem verbotenen Westen. Komm, setz dich. Ich erkläre dir ganz schnell alles. Ich gebe dir etwas Besonderes, wenn du auf allen. Ich bin aber schlecht, wenn mir jemand Spiele erklärt. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Vielleicht kriegt man es ja hin. Gleich geht's wie Zwergenschach und ich kann einem nur was überbrettern. Anfänger, Leitfaden, Status nicht abgeschlossen, okay. Setup-Punkte, Glossar, Gegner. Was? Was? Bist du bereit, Anfänger, Leitfaden zu starten, auf jeden Fall. Fangen wir einfach an. Das ist ein cooles Spielbrett. Die Tenakt sagen gern, dass Maschinenstreit ein reines Strategiespiel ist. Wir kriegen beide einen Satz Figuren. Jede Figur repräsentiert eine Maschine. Ja. Und jede Maschine ist unterschiedlich viele Siegerpunkte wert. Ja, ist jetzt alles klar. Musst du 7 Siegerpunkte sammeln, indem du die Maschinen des Gegners zerstörst. Okay. Es kann schwierig sein, sich die Details aller Maschinen einzuprägen. Deshalb verwenden wir diese Notizen. Siehst du die Zahl oben rechts in der Ecke?
Ja, die Link. Die zeigt, wie viele Siegerpunkte du kriegst, wenn du diese Maschine zerstörst. Dort steht auch, wie weit die Figur gehen kann. Aha. Ja. Wie mächtig ihre Angriffe sind. Okay. Die Distanz, auf die sie schlagen können. Okay, das verstehe ich noch. Und natürlich ihre Gesundheit. Ja, das habe ich verstanden. Das genügt erstmal. Lass uns spielen. Den Rest erkläre ich dir beim Spiel. Hä? Das ist mein Brett. Also entscheide ich, wer anfängt. Da dies deine erste Partie ist, darfst du anfangen. In der Regel musst du wählen, welche Figuren du aufs Brett stellst. Aber das muss erstmal reichen. Nimm die Maschine rechts von dir. Mhm. Und beweg sie vorwärts. Denk dran. Jede Maschine kann nur eine ganz einfach, oder? Also, du darfst pro Runde zwei Maschinen bewegen. Perfekt. Sonst kannst du nicht mehr viel tun, also beende einfach deine Runde. Mache ich das mit F? Es geht langsam vorwärts. Lass mich meine Figuren bewegen. Wie die rotieren und du bist auch? Dran. Wieso greifst du dieses Mal nicht eine meiner Figuren an? Versuch's erstmal mit der Maschine rechts von dir. Okay, das ist ein ganz gutes Tutorial. Wenn du einen Angriff ausführst, testest du die Kampfkraft deiner Maschine gegen eine deines Gegners. Die Kampfkraft einer Maschine ergibt sich aus dem Terrain, auf dem deine Maschine steht. Das ist ja alles Grasland hier, oder? Auf diesem Brett gibt es nur Grasland-Terrain, das sich nicht auf die Kampfkraft einer Maschine auswirkt. Das ist ein cooles Spiel. Maschine hat zwei Punkte. Also das Spiel im Spiel ist auch cool, das gefällt mir. Die Kampfkraft deiner Maschine genau zwei Punkten. Mhm. Da meine Maschine nicht diejenige ist, die angreift, hat sie 0 Punkte Angriffskraft. Und ganz wie deine Maschine wird sie nicht vom Grasland beeinträchtigt. Also beträgt der Unterschied in der Kampfkraft zwischen beiden Maschinen genau 2 Punkte. Das heißt, dass deine Maschine meiner Maschine 2 Punkte Schaden zufügen kann. Und du hast nur 2 Leben. Hast du alles verstanden? Ja. Angriff. Ich wusste, dass du clever bist. Dann greif mal meine Maschine zu Ende an. Du hältst dich doch nicht zurück, oder? Jetzt schnapp dir deine zweite Maschine. Du siehst, deine Maschine kommt nicht nah genug, um meine anzugreifen. Du kannst deine Maschine sprinten lassen. So kommt sie ein Feld weiter. Versuch's mal. Mit einem Sprint kannst du meine Maschine erreichen. Wohin soll ich sprinten? Da. Der Nachteil beim Sprinten ist, dass deine Maschine nicht mehr angreifen kann. Also manche Spieler gehen in so einem Fall ein Risiko ein und überladen ihre Maschine. Mit Überladen kann man nach einem Sprint angreifen, aber es entzieht deiner Maschine 2 Punkte Gesundheit. Es steht dir frei, das ist mir wert. Das werden wir tun. Angriff. Das war's dann schon mit deiner Runde. Anscheinend schon. Also, jetzt verrate ich dir einen coolen Trick. Deine Maschine da, die mir am nächsten ist, nimm sie in die Hand. Ganz wie in der Wildnis haben die Maschinen gepanzerte Stellen und Schwachstellen. Sie sind auf den Teilen markiert, siehst du? Ja. Blau zeigt an, wo der Panzer am dicksten ist. Dachte ich mir. Ein Treffer dort bewirkt etwas Schaden. Das ist ein richtig geiles Spiel. Rot zeigt die Schwachstellen einer Maschine an. Triff dort und du landest einen mächtigen Schlag. Hier, ich zeig's dir. Dreh dieses Teil, sodass deine Maschine zu meiner schaut. Jetzt verpasst er. Sie fliegt runter vom Brett. Und das sind deine ersten Siegerpunkte. Wunderbar. Du hast noch keine 7 davon, also machen wir weiter. Deine Maschine hat meine angegriffen, aber sie hat sich nicht bewegt. Nur zu, rücke weiter vor, auf meine verbleibende Figur. Du hast bereits angegriffen und deine Figur bewegt. Aber, wenn du deine Maschine überlädst, kannst du ein zweites... Ja, aber dann habe ich keine... Um nach der Gesundheit deiner Maschine zu urteilen, würdest du deine Figur opfern, um meine zu besiegen. Aber manchmal kann das eine gute Sache sein. Okay, dann machen wir das doch. Ist das nicht ein Spaß? Und das ist echt ein gutes Spiel. Weil deine Maschine gleichzeitig mit meiner ausgeschaltet wurde, erhalten wir beide die Siegerpunkte, die unsere Maschinen wert sind. Nein! Das Gute ist, weil du angegriffen hast, erhältst du deine Siegerpunkte, bevor ich meine erhalte. Oh, praktisch. Das bedeutet, dass du die begehrten 7 Punkte zuerst erreichen kannst. Jo, kapiert. Deshalb kann man manchmal ein Spiel zu seinen Gunsten drehen, indem man eine Figur verliert. Ja. Tja, wie du siehst, hast du diesmal die 7 Siegerpunkte noch nicht ganz erreicht, aber alle meine Figuren zerstört.
Das bedeutet, dass du gewonnen hast. Oh. War doch gar nicht so schwer, oder? Nee, du kannst es echt gut erklären. Terrain für deinen Angriff zu suchen. Du wirst überrascht sein, welchen Vorteil dir das über einen Gegner verschaffen kann. Da freue ich mich drauf. Ich versuche daran zu denken. Oh, bevor ich es vergesse. Ja. Das sind alles meine Ersatzfiguren. Ich will, dass die Retterin von Dankeschön. Es ist zwar nur ein kleiner. Das erste Platz, sinnvolle Geschenk. Aber er sollte ausreichen, um bei jedem Streitspiel dort draußen einzusteigen. Vielleicht hast du ja Lust, nach Streitschnitzern Ausschau zu halten. Die haben alle möglichen besonderen Figuren, die ein Spiel zu deinem Vorteil wenden können. Oh, ich freue mich richtig. Das gibt mir voll die Gwent-Vibes von Witcher. Glück findest du sie in der Wildnis. Ich habe jede Menge Figuren bei einer nächtlichen Maschinenjagd verloren. Oder einer Kneipentour. Du brauchst mir nicht zu danken. Ist mir stets ein Vergnügen, neuen Streitspielern zu helfen. Also, wenn dir danach ist, ein echtes Spiel zu spielen, ich habe jede Menge andere Bretter. Ich könnte dir auch noch ein paar Tricks zeigen, wenn du möchtest. Das klingt Danke. Gut. Ich überleg's mir. Oh, was ist das denn für eine Reaktion von Aloy gewesen? Die hat ja total komisch gewirkt. Du weißt, wo du mich findest. Okay, ja. Also, wir haben jetzt genug gespielt. Das machen wir später nochmal. Oder das werden wir ganz oft machen. Vielleicht nicht gegen sie. Aber auch gegen sie. Jetzt schau mal erstmal hier unbekannter Nahkampfplatz. Und Quest. Vorrat. Quest. Wo ist denn der Nahkampfplatz? Ah, da unten. Wie siehst du denn aus? Tja, du weißt besser als sonst wer, dass es da draußen gefährlich ist. Und nicht nur wegen der Maschinen. Ich bin Orduk. Das ist Hallo, Orduk. Der beste Ort für Nahkampftraining diesseits des verbotenen Westens. Tja, wer würde im Kampf wohl gewinnen? Du, die Retterin von Meridian, Streiterin des Ostens. Oder das Fortdauern, Meister des Westens. Wer? Das Fortdauern, ein legendärer Tenakt-Krieger, der Meister der Meister. Ach, es heißt, ich werde bestimmt gewinnen. So werden ihre Krieger so stark, verstehst du? Und nur wer auf dem Platz am besten ist, darf mit dem Fortdauern trainieren. Um das Fortdauern zu finden, müsste ich also Ausschau nach solchen Trainingsplätzen halten. Da stünde dir ein weiter Weg bevor. Von den Tenakt gibt es 3 Clans. 3 Clans, 3 Hauptstädte, 3 Trainingsplätze. Ich schätze, Klingt du müsstest sinnvoll. Sie alle besiegen, um mit dem Fortdauern zu trainieren. Ah, das ist heißt, auch eine coole Beschäftigung in der Open World. Aber das ist Zukunftsmusik. Denn für den Augenblick. Das haben sie echt gut hinbekommen. Biete auch ich dir Prüfungen für dein Kampfgeschick. Wer wäre mein Gegner dabei? Du? Ja, du bist die Retterin und all das, aber du musst erst alle anderen besiegen, um mich herauszufordern. Wir benutzen aber nur stumpfe Klingen und Übungspfeile. Sonst würden diese Trunkenbolde sich gegenseitig aufspießen. Ja, das befürchte du musst ich auch. Auf Speer und Übungspfeile alles am Tor zurücklassen. Aber keine Angst, ich passe auf deine Sachen auf. Du wolltest also, sagen, du klaust wahrscheinlich alles. Lust auf ein Training? Ich würde sagen, wir machen mal eins. Warum nicht? Das höre ich doch gern. Nahkampfplatz, ja, das hat er wahrscheinlich alles gerade erklärt. Müssen wir nicht lesen. Übung. Unbegrenzte Zeit. Herausforderung. Geblockt. Übung. Übung starten. Boah, warum nicht? Wie schwer kann das schon sein? Wie läuft's, Hammerkopf? Oh, ja! Du riechst. Die nächste Runde, Geld auf! Vielleicht endlich mal eine, die mehr verdient. Würde ja nicht geben, aber ich bin nicht dran. Ich wollte doch aufladen. Mist ist sehr stark. Ich muss mehr ausweichen. Ich darf nicht zu greedy sein. Komm schon. Boah. Hey. Ja, ich kann ja tun. Boah, der hat mich erfasst. Aber ich ihn auch. Wie kann der so hüpfen und springen? Kurz Luft schnappen. Komm schon. Komm schon, den ersten schaffen wir. Ja!
Knie nieder, du Arsch! Eins. Wieso lebt er noch? Hey, Kleine! Wieso lebt er noch? Wir haben ihn doch schon besiegt. Au. Sieht toll aus, wie immer. Kann ich auch irgendwie blocken? Mist. Mist! Nicht mehr viel Leben übrig, aber er auch nicht. Kannst du bitte mal leiser sein? Manche von uns wollen hier trinken. Komm schon. Nein. Die Retterin von Meridian gewinnt. Dankeschön. Übung beendet. Du wurdest während der Herausforderung bewusstlos geschlagen. Das sehe ich aber anders. Okay. Herausforderung können wir noch nicht. Warum? Du musst Blockbrecher im Fertigkeitenbaum erlernen. Okay, Tutorials brauchen wir auch nicht. Na gut. Können wir mit dem reden? Worauf hast du Lust? Training oder Prüfung? Ich hätte gesagt Prüfung. Ah, das geht ja noch nicht. Okay, finde ich ein bisschen komisch. Auch, dass der mir als aktives gelbes Ding jetzt angezeigt wird, finde ich nicht so praktisch. Jo. Tun wir das? Was willst du denn, Alvand? Eine Art Bezahlung? Mein werter Magistrat, glaubst du, ich bin käuflich? Ja, auf jeden Fall. Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsdekret unterzeichnen. Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Man hat immer eine Wahl. Hallo. Retterin, der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Können wir. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Sehr gut. Dir bleibt keine Wahl, außer zu warten. Also, die Retterin selbst. Derwals Bezwingerin, Helis Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Ich habe nicht von dir gehört. Alter, stets zu Diensten. Du wirst und also immer freigehalten. Was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Deine Aufmerksamkeit als Retterin wird sicher anderswo benötigt. Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Wieso bei der Schmiede? Ah, unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Ja. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Ja. Also, fang besser an, hm? Dann mal los. Sympathisches so Kerlchen. Du hast den Arbeitsstopp befohlen? Ja, das habe ich. Wir sind Arbeiter, keine Soldaten. Solange die Karcha ihr Chaos nicht beseitigen und uns geben, was uns zusteht, riskiere ich keine Aussage am Leben mehr. Was euch zusteht? Du meinst ein Konzessionsdekret. Es ist nicht mein Dekret. Es ist im Namen all der guten Osaram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiten verrichten, während nur die Karcha daran verdienen. Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand teilzuhaben. Ein Land, das jedem das gibt, was er investiert hat. Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil? Nur so hoch, dass er meinem Beitrag in dieser Gemeinschaft entspricht. Natürlich. So, so, 100% also. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Wie nobel. Ich dachte, deine Mitarbeiter schikanieren andere. Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach. Wo ist denn der Hammer gerade? Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Das habe ich auch gefragt. Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. So, so. Diese Bürde. Nichts, verlangen aber, dass gute Osaram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Okay, wer hat dich ernannt? Wenn Kettenkratz auf Kaja-Land liegt, sollte ein Kaja-Anführer sein. Wie kommst du dazu?
Durch die Unterstützung lauter guter Osaram natürlich. Denkst du, ein Karja könnte diese Unternehmung anführen? Ja. Ha! Der Magistrat schafft kaum den Weg von Fahrlicht hierher, ohne Schrauben zu verlieren. Also hast du keine echte Autorität. Die Leute folgen dir nur, weil du es sagst. Laut genug. Jeder, der Anhänger hat, hat Autorität. Ich war von Beginn an in Kettenkratz. Ich meine, ich bin praktisch sein Gründer. Und die ehrlichen Bürger wissen, dass ich unverzichtbar für Erfolg bin. Bist du das? Na gut. Wo ist die Pfeife? Direkt in der Stadtmitte. Aber angesichts der Bedrohung da draußen riskiere ich keine unschuldigen Osaram. Ich werde die Dornrücken ausschalten. Danach wird sich dieses Tal verändern. Wenn es erforderlich ist. Bis dahin sorge ich für die Sicherheit dieser ehrlichen Leute. Kann ich hier nicht einen ins Maul hauen? Zum Pfeifen. Ja, das klingt doch mal sehen, gut. Was der Karja-Magistrat wollte. Er sagte, er sei in der Taverne. Unbekannt in 70 Metern. Ist es in der Taverne wieder drin? Ich würde sagen, ja. Hey, nein, ich drückte auf meine WASD. Diesmal habe ich es gehalten. Gleich hängt meine Tastatur nur ab und zu. Und sendet kein konstantes Signal, sondern so ein halbkonstantes. Ein unterbrochenes. Da ist ja der Magistrat. Ich glaub's ja nicht. Was willst du denn? Willst du Streit mit mir spielen? Retterin, ja? Danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvens Geschwafel anhören musstest. Ja, es tut mir auch leid. Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Karja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Warum? Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Wie sind die Dornrücken in den Schrecken gelangt? Das weiß niemand. Zuerst wurden sie westlich des Steinbruchs gesichtet. Aber wenn sie nicht fliegen gelernt haben, weiß ich nicht, wie sie über die Berge gekommen sein sollen. Andere Möglichkeiten? Meines Wissens nach nur über Fahrlicht. Hör zu. Wenn du dieser Sache auf den Grund gehst, biete ich dir einen wirklich beachtlichen Lohn dafür an. Ich mag einen wirklich beachtlichen Lohn. Ja, passt. Die Dornrücken waren also zuerst westlich des Steinbruchs? Ja, einem verstörten Arbeiter zufolge bebte zuerst der Boden und dann kamen sie den Berg heruntergestürmt. Er rannte den ganzen Weg bis hierher. Alle 42 Kilometer. Wenn du die Wahrheit rausfindest, hört Alvand vielleicht auf, für alles immer die Karja zu beschuldigen. Und es sei denn, es waren die Karja. Konzentriert er sich dann endlich auf den Wiederaufbau von Fahrlicht. Das klingt doch gut. Ich muss sagen, das Spiel hat es echt genial diesmal gemacht, beziehungsweise die deutsche Synchro ist echt genial gelungen. Im ersten Teil war die nicht so, selbst die englische war da so mittel. Ah, die deutsche Synchro ist gerade richtig gut. So, aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.